Im Wesentlichen dreht es sich hier bei Virtualisierungslösungen wie sagen Volume Controller, dass wir vorhandene Ressourcen wie Speicherkapazitäten wesentlich besser ausnutzen wollen und ausnutzen können damit. Das bedeutet im Endeffekt für unsere Kunden, dass sie weniger Systeme einkaufen müssen und trotzdem den gleichen Wert daraus erhalten. Da ist bei IBM ein Wort ganz wichtig, das ist Protect-Tier, eine Online-Daten-Deduplizierungs-Hardware, die es uns ermöglicht, einfach einen Datenstrom zu verkleinern, bevor er überhaupt gespeichert wird. Das heißt, wir speichern nicht und tun dann deduplizieren, sondern wir tun schon deduplizieren, bevor gespeichert wird. Das ist schon sehr interessant und sehr raffiniert. Also im Endeffekt reflektieren die Kunden, die uns hier auf der CeBIT treffen, auch unseren Kundenkreis, den wir schon haben. Das sind Kunden, die sehr große Umfälle haben, die sich im Bereich von vielen 100 Terabytes abspielen, bis Kunden, die in einem Umfeld sich bewegen von wenigen Terabyte. Ja, also Mittelstand bis Großkunde, alles treffen hier auf der CeBIT. Der Zulauf ist exzellent. Wir sind hier an einer der Hauptstraßen von der CeBIT. Wir sind direkt neben dem IBM-Stand. Und wer da schon viel gesehen hat, kommt dann zu uns und sieht noch ein bisschen mehr.